Es ist fast wie in alten Zeiten. Yogi Bitter kennt die Duelle mit dem THW Kiel in der Barclays Arena nur zu gut. Auch Trainer Thorsten Jansen stand damals auf der Platte. Am Freitagabend fühlte sich alles ein bisschen wie früher an. Und die 10.173 Fans in der Halle sollten ein Duell auf Augenhöhe bekommen. Die Hausherren starten gut in die Partie, führen nach 5 Minuten mit 4:1. Erneut sind Kaspar Mortensen und Zoran Ilic die gefürchteten Knipser im Hamburger Angriff. War überragend, dass wir so losgelegt haben. Wir haben uns geschworen, oder das ist ja klar, wenn du gegen den THW spielst, haben wir als HSV nichts zu verlieren. Wir wollten die Emotionen und die Energie der letzten Wochen mitnehmen. Das haben wir super geschafft. Natürlich kommt auch ein THW Kiel mal ins Spiel und ins Rollen. Und wir hatten große Probleme mit Dule in der Abwehr, der das immer wieder gebremst hat. Und mit der zweiten Welle haben sie unglaublich viele Tore gemacht. Die Gäste, aktuell auf Platz 4 der Tabelle, kämpften sich im Verlauf der ersten Hälfte wieder ran. Gehen nach 22 Minuten erstmals in Führung. Der Halbzeitrückstand von 15:16, für die Hamburger das Zeichen, hier geht heute etwas. Die großen Spiele muss man auch liefern und ich finde, die Entwicklung des Vereins sind wir eigentlich gut drauf. Das ist meine dritte Saison hier mit Hamburg und ich finde, ja, vor 3 Jahren waren wir nicht so nah dran gegen THW. Im zweiten Durchgang setzen sich die Gäste dann jedoch besser durch, profitieren dabei auch von Fehlern der Hamburger. Rund 10 Minuten vor Schluss führt der THW Kiel mit 26:22. Auftritt Emotionsmonster Bitter. Mit wichtigen Paraden hält er die Hamburger im Spiel und heizt den Fans kräftig ein. Ich brauche diese Emotionen und ich kann das aufsaugen und ich kann beherrscht, glaube ich, das Spiel mit den Zuschauern ganz gut und das pusht mich und das pusht die Halle und das ist dann Geben und Nehmen und das bringt mich dann auch emotional nach vorne und am Ende habe ich mir in der 50. Minute gesagt, als wir mit 4 Toren hinten waren, es ist total egal, wir haben jetzt nur noch zu gewinnen, wir können einfach genießen und machen und mach was Verrücktes, sei aggressiv, lass dich jetzt hier nicht irgendwie, sag dir nicht hinterher, du hast nicht alles probiert. Beflügelt von der lautstarken Halle werfen die Hausherren noch einmal alles nach vorne und lassen den Vorsprung der Kieler dahinschmelzen. In der 59. Minute erzielt Kapitän Niklas Weller den Anschlusstreffer. Yogi Bitter hält Sekunden vor Schluss einen 7 Meter und schaltet blitzschnell. Mit dem Schlusspfiff der Ausgleichstreffer und hinein ins Glück. Der Punkt ist so viel wert wie 3 Punkte. Also wir haben, ich glaube, es ist meiner Zeit hier der erste Punkt gegen THW oder das erste Spiel, was überhaupt knapp war und wir einen Punkt geholt haben. Also von daher ist es phänomenal und es war ein schönes, hätte man nicht schöner schreiben können heute, außer natürlich ein Sieg, aber da wären wir überheblich. Also wie das gelaufen ist heute, das ist eine schöne Story. Dem großen THW Kiel die Stirn geboten. Eben ganz wie früher.